Stellt euch vor, ihr seid ein japanischer Teenager, dessen Mutter grausam von einer Sekte ermordet wurde, weswegen euer Vater noch immer unter seiner Alkoholsucht leidet, weswegen ihr euch kaum zu Hause aufhaltet, ihm aus dem Weg gehen wollt, fast nur auf der Straße seid, tags, nachts, weswegen ihr ungepflegt seid, weswegen ihr kaum Sozialkontakte habt, weswegen ihr in der Schule nicht mitkommt und auf einem eurer Rundgänge des Nachts trefft ihr auch noch auf dem Kampf einer Göttin und eines Dämons, ihr rettet der Göttin zufällig das Leben und als Dank verwandelt sie euch in ein Mädchen. Wenn ihr euch das vorstellt, seid ihr vielleicht im Leben von Tomoya Okazaki angekommen, dem Protagonisten, der Protagonistin von Alternate, der Fall Okazaki. Alternate, der Fall Okazaki, ist eine Visual Novel und dies ist dementsprechend ein Visual Novel Review. Es ist eine der ersten deutschen Visual Novels vom Ersteller Rosa Kanina und der zweite Teil des Switch-Universums. Zu diesem Switch-Universum habe ich schon ein Ankündigungsvideo gemacht, dass ich zu jedem der Spielteile ein Review erstellen werde. Das ist jetzt hier eingeblendet oder ihr guckt mal in der Beschreibung, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ist der zweite Teil. Vorher gab es Switch, Fluch oder Segen, was eine ganz einfache Dating-Novel war. Die erste deutsche Visual-Novel überhaupt, also von einem deutschen Ersteller, war relativ simpel und krude geschrieben, war sehr einfach gehalten, kam Anfang der 2000er raus und dann eben kurze Zeit später Alternate, der Fall Okazaki. Auch zu Switch, Fluch oder Segen habe ich natürlich ein Video gemacht in der Beschreibung und nun geht es aber um Alternate, der dann der zweite Teil war. Das Wichtigste zuerst zu Switch Alternate. Das ist eine gute Visual Novel, eine gute deutsche Visual Novel mit einer viel größeren Geschichte, als das bei Switch Fluch oder Segen der Fall war. Und müsst ihr Switch Fluch oder Segen kennen oder gespielt haben, auch wenn das nur 2-3 Stunden dauert? Nein, das müsst ihr nicht. Es gibt ein paar Verbindungen. Im Intro von Alternate wird Switch Fluch oder Segen kurz erwähnt, die Ereignisse in Sapporo, in dem Fluch oder Segen spielt. Es gibt hier und da in Alternate ein paar Verbindungen zu Sapporo, zu Switch Fluch oder Segen. Also definitiv ist das natürlich ein zweiter Teil, der ein bisschen darauf aufbaut. Aber das ist so rudimentär und wie gesagt, der erste Teil, Fluch oder Segen, ist nur eine Dating-Sim. Da ist storytechnisch kaum was passiert. Der Antagonist von Alternate, einer der Antagonisten, wird da auch schon mal behandelt. Ganz rudimentär. Ihr müsst Fluch oder Segen aber nicht gespielt haben. Es funktioniert auch so. Wir begleiten in Alternate der Fall Okazaki, Tomoya Okazaki, einen Jugendlichen, der allerhand Baustellen hat in seinem Leben. Sein Vater ist alkoholsüchtig. Er versucht ihm, wo es nur geht, aus dem Weg zu gehen. Er ist wirklich seine Nemesis. Er möchte nichts mit ihm zu tun haben und hält sich deswegen eigentlich fast nur auf der Straße auf. Und das hinterlässt Spuren. So läuft er eines Nachts der Göttin Hatsumomo, die man auch schon in Fluch oder Segen hier und da mal mitbekommt, läuft er über den Weg. Sie bekämpft gerade einen unbekannten, dämonischen, übernatürlichen Gegner, wird von ihm fast tödlich verletzt, aber Tomoya rettet ihr das Leben, versorgt sie und deswegen verwandelt sie ihn in ein Mädchen. Tomoya weiß natürlich nicht, was es damit auf sich hat. Es ist nicht der Tomoya aus Fluch oder Segen, es ist ein ganz eigenständiger Charakter und er fragt sich, warum zum Geier bin ich plötzlich ein Mädchen, wie kann das sein? Als er sich ein bisschen gesammelt hat, als sie sich ein bisschen gesammelt hat, versucht sie auf Hatsumomo zuzugehen, denn wie es der Zufall so will, ist sie auch eine Lehrerin an seiner Schule. Und als sie Hatsumomo konfrontiert, als Tomoya Hatsumomo konfrontiert, zeigt sich Hatsumomo sehr überrascht über die Wut von Tomoya, über das Entsetzen von Tomoya. Denn eigentlich sollte das doch eine Belohnung sein. Hatsumomo geht vollkommen davon aus, dass sie sich jetzt befreit und viel stärker und besser fühlt als vorher in ihrem Leben. Das wirft für Tomoya aber nur weitere Rätsel auf und lässt sie allen voran erstmal verzweifeln, denn das war ihre einzige Idee, wie sie sich zurückverwandeln kann. Da das nun ins Wasser gefallen ist, muss Tomoya nun fortan mit diesem neuen Leben als Mädchen, mit diesem vollkommen neuen Leben als Teenager-Mädchen zurechtkommen, muss sich in ihre Schule integrieren, muss sich vielleicht abermals mit ihrem Vater auseinandersetzen und muss letztendlich aber doch dem Rätsel ihres Fluches, dieses uralten Familienfluches, des Körpertausches, des Geschlechtertausches, sich damit beschäftigen, dem auf den Grund gehen und vielleicht herausfinden, ob da nicht noch eine viel größere Geschichte dahinter steckt. Und ihr merkt schon, es ist gar nicht so einfach, diese Geschichte zusammenzufassen, wie das bei Fluch oder Segen der Fall war, denn mit diesem zweiten Teil hat Rosa Kanina, der Ersteller, sich an eine richtige, aufgeblasene und
viel komplexere Visual Novel gewagt. So, während der Erstling nur eine relativ simple und in Teilen krude geschriebene Visual Novel war, die ein ganz einfaches Ziel verfolgte, Dating Sims mit 5 Charakteren, hat man hier eine komplexe Geschichte, bei der es nicht wirklich ums Daten geht. Es gibt hier und da mal Romantik, es wird hier und da mal geküsst, aber es geht nicht vorrangig um die Romantik, sondern es geht um diesen Familienfluch, es geht um Götter, es geht um uralte Familienfäden, es geht um uralte japanische Kaiser, die vielleicht große Sünden begangen haben, die so groß waren, dass selbst die Götter das nicht ignorieren konnten. Es geht um moderne Fantasy, die hier erstmalig aufgemacht wird mit Alternate, der Fall Okazaki. Und so habt ihr hier auch, im Gegensatz zum Erstling, der eben so 4-5 Stunden maximal in der Lesezeit ist, habt ihr hier problemlos 30-40 Stunden Lesezeit. Vielleicht ein bisschen weniger, aber wenn ihr das Ganze in Ruhe lest, habt ihr hier einen ausgedehnten Roman. Das Ganze ist technisch und schreiberisch viel weiterentwickelt als bei Switch, der Fluch oder Segen. Das heißt, das schreiberische Niveau von Rosa Kanina hatte sich zu dieser Zeit stark gebessert. Das heißt, ihr lest hier einfach wirklich ein adäquat gutes Buch. Ja? So, das ist, die Dialoge sind vollkommen in Ordnung. Die Dialoge der Charaktere sind viel weniger gestelzt, als das noch in Fluch oder Segen der Fall war. Klar, viele Formulierungen sind behäbig, viele Formulierungen wirken ein bisschen unglücklich. Es ist jetzt kein oberes Buchhandlungsniveau, aber für eine Visual Novel, für eine so frühe Visual Novel in den 2000ern, ist es ein vollkommen adäquates Niveau. Die Geschichte ist spannend, die Geschichte ist interessant, die Geschichte ist lang. Sie hat einige Twists, mit denen man nicht unbedingt rechnet, hat viele Wendungen. Und es ist ganz wichtig, dass eure Entscheidungen, die wieder nicht so breit gestreut sind. Es gibt nicht viele Entscheidungen in Alternate, der Fall Okazaki, wie das auch in Fluch oder Segen der Fall war. Aber die sind viel, viel, viel wichtiger in der Auswirkung, die sie haben, als in Fluch oder Segen. Denn da ging es primär darum, sage ich jetzt etwas, was Love Interest 3 mag oder was er nicht so mag, ergo bekomme ich Pluspunkte bei ihm oder ihr oder Minuspunkte. Hier entscheidet ihr ganz konsequent, welchen der sehr verschiedenen Storypfade, die sich extrem weit voneinander abzweigen in Alternate, welchen davon ihr einschlagt. So ein paar Entscheidungen sind nicht so wichtig, aber es gibt dann 2-3, die wirken sich dann komplett darauf aus und bestimmen, ob ihr auf Pfad 1 kommt, der dann da lang geht, Pfad 2, der dann da lang geht oder Pfad 3 und so weiter und so fort. Die können sich dann auch mal kreuzen, aber ab einem bestimmten Punkt, ab der Hälfte des Spiels, liegen die komplett auseinander. Und das war zu der Zeit richtig cool, denn das hat einen hohen Wiederspielwert, man hat das Spiel speichert immer noch automatisch. Das ist ein Schwachpunkt, denn ihr könnt immer noch nicht wie in modernen Visual Novels automatisch speichern, selbst speichern, immer aufhören zu lesen, wann ihr möchtet und wieder einsteigen, sondern es gibt eben Kapitelspeicherpunkte, sodass das Spiel das automatisch für euch übernimmt. Die sind aber auch deutlich besser und geschickter gesetzt als in Fluch oder Segen. Ihr könnt jetzt öfter speichern und deswegen lässt sich das gut portionieren. Und deswegen könnt ihr dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ihr das Spiel zum Beispiel einmal durchgespielt habt, könnt ihr zurückgehen zu diesen Speicherpunkten und dann die anderen Pfade ausprobieren. Überhaupt kein Problem. Jeder dieser Pfade ist tatsächlich interessant. Die unterscheiden sich mitunter sehr stark voneinander in dem, was sie inhaltlich zeigen, was sie inhaltlich tun und was sie euch vermitteln wollen. Und ihr könnt Alternate, der Fall Okazaki, nur wirklich vollkommen entschlüsseln, verstehen und gutheißen, wenn ihr alle Pfade gespielt habt, denn die ergänzen sich natürlich auch gegenseitig. Es gibt so eine Art True Ending, das ihr auch in den Extras freischalten könnt. Auf die Extras komme ich gleich noch zu sprechen. Insgesamt ist es aber wirklich eine spannende, moderne Fantasy-Geschichte um einen Familienfluch, um Götter, um das moderne Japan. Die Charaktere. Die Charaktere in Alternate, der Fall Okazaki, sind viel ausgefleischter, sind viel glaubhafter, sind viel menschlicher in ihrer Redensart, als das in Fluch oder Segen der Fall war. Das heißt, ihr habt hier japanische Teenager, die mit Tomoya interagieren. Ihr habt aber zum Beispiel auch das Hausmädchen Kanina, das der Familie Okazaki dient, das dem Vater zu Diensten ist in der Villa von Tomoya, wo er sie sich kaum aufhält, weil der Vater da eben umgeht und seiner Trinksucht frönt.
Und Kanina wird für Tomoya sehr schnell eine notwendige Freundin werden, denn sie nimmt ihn auf, wenn es sonst keiner tut. Wenn er nicht in die Villa zurück will, dann kümmert Kanina sich als eine Art große Schwester um Tomoya, die Tomoya in diese Situation mit einbezieht und wird sozusagen ihre eine große Stütze, die ihr bei all dem beisteht. Und so ist Kanina einer der meiner Meinung nach besten Charaktere in Alternate, der Fall Okazaki. Es wird ein wirklich guter Charakter, es wird ein menschlicher Charakter skizziert, der einem hier beisteht, der Tomoya die Schulter zum Ausweinen bietet. Es gibt Makoto, der perverse und überschwängliche und taugenichtsartige Freund von Tomoya, vom männlichen Tomoya, der sich jetzt mit dieser neuen Tomoya arrangieren muss. Es gibt ein paar andere Charaktere, die dann ins größere Bild mit reinpassen, die mit Tomoya interagieren. Da gibt es dann eben, wie gesagt, auch ein paar coole Twists, die man nicht unbedingt kommen sieht. Und da gibt es aber auch ein paar spannende Antagonisten und Charaktere wie Hatsumomo, Göttin / Lehrerin, die, bei der man nie so ganz weiß, ist sie nun Antagonistin oder ist sie tatsächlich Semi-Protagonistin, die einen unterstützen möchte. So, das bleibt bis zum Ende nicht ganz klar und wird vielleicht auch hier und da gar nicht so richtig aufgeklärt. Das ist also etwas sehr Ambivalentes. Charaktertechnisch also ein großer Sprung zu Switch Fluch oder Segen, und wenn ihr Fluch oder Segen gar nicht spielt oder kein Interesse dran habt, dann glaubt mir einfach, es sind adäquate, gut geschriebene Charaktere, in etwa das Erwartungsbild, was man haben kann, wenn man eine Freeware-Software aus den 2000ern bekommt. Vom Gameplay her, es ist eine Visual Novel, es ist keine entscheidungsfreudige Visual Novel, das heißt, es gibt nur wenige Entscheidungen, die dafür sich, wie gesagt, sehr stark auswirken, das heißt, das Gameplay ist lesen. Ne? Ihr nehmt euch ein paar Abende Zeit, lest das Ding ganz in Ruhe durch, das ist entspannt. Hier und da gibt es mal eine wichtige Entscheidung, aber ansonsten ist da nicht viel. Ne? Wie gesagt, bei einer Visual Novel, ne? Das sollte klar sein. Optisch ist das Ganze auch eine starke Verbesserung, sind immer noch die Sprites, die Rosa Kanina in Fluch oder Segen schon von Type Moon, Melty Blood und Tsukihime entnommen hat. Die tun hier ihren Zweck immer noch vollkommen ausreichend und das sind immer noch hübsche Sprites. Die Hintergründe sehen aber viel, viel lebensnaher aus, ne? Und viel authentischer, als das in Fluch oder Segen der Fall war, wo das so recht langweilige Anime-Hintergründe waren, Anime-Visual-Novel-Hintergründe. Hier habt ihr realitätsbetonte Filterhintergründe. Das heißt, wenn Tomoya in der Stadt ist, dann sieht das aus wie eine Stadt mit ein paar Farbfiltern drüber. Das ist in Ordnung. Der Stil, der hyperrealistische Stil funktioniert für Alternate, der Fall Okazaki, und betont, wie viel ernster das Ganze einfach ist. Es ist eine ernste Handlung mit vielen Emotionen. Musikalisch wurden viele Stücke, die ihr in Alternate der Fall Okazaki hört, viele gute Stücke, viele atmosphärische Stücke, die einfach sehr zur jeweiligen Situation passen, wurden von der Komponistin Moana hinzugesteuert. Das heißt, ihr hört hier Original-Soundtracks. Ein paar Soundtracks sind aus Princess Waltz, aber das meiste ist original. Es gibt viel mehr Animation, es gibt viel mehr Effekte, als das im Erstlingswerk der Fall war. Und das ist dann für eine Freeware-Novel der 2000er auch schon ein richtig gutes Niveau. So. Der Autor Rosa Kanina hat wieder viele Artworks beigesteuert, also diesmal richtig viele im Gegensatz zu Fluch oder Segen. Und das zeichnerische Niveau hat sich hier stark gesteigert. Das heißt, ihr bekommt richtig viele Szenen, bekommt ihr ansprechend bebildert. So, mit richtigen Artworks von Rosa Kanina. Hier und da wirken die Bilder noch mal etwas behäbig, die Posen sind noch nicht alle komplett authentisch und realitätsnah gezeichnet. Hier und da wirkt das Ganze noch mal ein bisschen unbeholfen. Es sind selbst gezeichnete Bilder, aber das wird euch kaum stören, denn das Ganze ist mit Effekten, das Ganze ist mit stimmiger Musik, das Ganze ist mit adäquaten Dialogen untermalt. Und deswegen bietet es hier für Visual Novel Terms einfach ein sehr gutes, rundes Gesamtpaket. Alternate, der Fall Okazaki. Abgesehen vom Spiel selbst habt ihr ein hübsches Menü, das Ganze ist also deutlich stilsicherer geworden. Ihr habt ein extra Menü, ihr könnt Achievements freischalten, was eine kleine Motivation ist für die verschiedenen Pfade, für verschiedene Tätigkeiten, ob ihr Texte skippt oder euch das Ganze in Echtzeit durchlest, es gibt alles kleine Achievements. Ihr könnt euch Trailer für andere Spiele des Switch-Universums, könnt ihr euch im Menü freischalten und könnt euch das angucken. Ihr könnt das wahre Ending von Alternate der Fall Okazaki könnt ihr dann schließlich, wenn ihr möglichst viel freigeschaltet und gespielt habt, könnt ihr dann im Extra-Menü freischalten. Und noch ein paar weitere Spielereien. Das ist einfach wieder eine coole Sache, dass Rosa Kanina hier dieses Extra-Menü reingepackt hat und bietet euch einfach
eine Erfahrung, die näher ist an kommerziellen Visual Novels, ne? Mit diesem ganzen Drumherum, mit diesem ganzen Menü. Ich finde, wenn man sich für das Switch-Universum interessiert oder wenn man sich für eine coole, deutsche, moderne Fantasy-Visual Novel interessiert und vor allem, und das ist das Allerwichtigste, wenn man Switch Virus of Ragnarök spielen möchte oder daran Interesse hat, das Rollenspiel, also das tatsächliche Open-World-Rollenspiel, das dramatische Modern-Fantasy-Rollenspiel von Rosa Kanina, der abschließende dritte Teil der Switch-Saga, der dann tatsächlich endlich Rollenspiel war, meiner Meinung nach eines der besten Maker-Spiele der deutschen Community und auch eines der besten Pixel-Rollenspiele überhaupt, dann solltet ihr Alternate, der Fall Okazaki, möglichst zu 100% gespielt haben. Alle Pfade mindestens einmal und das wahre Ende angesehen. Fluch oder Segen ist dafür nicht notwendig, meines Erachtens nach. Es ist cool, wenn man es gespielt hat, dann hat man noch ein bisschen mehr Kontext. Es ist weder für Alternate noch für Virus of Ragnarök notwendig. Alternate schon. Ich habe im Switch-Ankündigungsvideo gesagt, man muss Alternate nicht unbedingt gelesen gespielt haben. Es gibt auch eine großflächige und großzügige Zusammenfassung von Alternate und von Fluch oder Segen in Ragnarök. Aber natürlich ist es immer besser, wenn ihr euch die 30, 40 Stunden durchgelesen habt, damit ihr ein Gefühl für die Charaktere, für die Welt, für die Tragödien und die Schicksale dieser Charaktere habt. Denn das alles kommt dann in Alternate Virus of Ragnarök, dem dritten Teil, dem abschließenden Spiel, kommt es dann zum Tragen, kommt es dann zur Blüte, da wachsen alle roten Fäden zusammen und das fühlt sich dann auch richtig cool an, wenn ihr schon das Kontextwissen von vorher habt. Insgesamt, Alternate, der Fall Okazaki, einfach eine coole, gut geschriebene Visual Novel, ein bisschen mehr am Zahn der Zeit, als das bei Fluch oder Segen der Fall ist. Klar, das ist jetzt auch schon wieder viele Jahre her, das ist, wenn wir uns moderne Visual Novels angucken, für die ihr 10, 20 Euro auf Steam zahlt, das ist was anderes. Aber das ist kostenlos. 20, 30 Stunden habt ihr da eine gute Zeit, habt ihr eine coole, kreative Story. Das ist ein bisschen was anderes, als man sonst so aus typischen Visual Novels bekommt. Und einen guten Einstieg in Virus of Ragnarök, den dritten Teil, der einfach eine richtig coole, epische Fantasy-Geschichte hat. Ihr habt hier Drama, ihr habt hier Fantasy, ihr habt hier fette Kämpfe, ihr habt hier wirklich ernsthaft tiefe und düstere Emotionen. Ihr habt hier auch viel Comedy und Leichtherzigkeit, gar keine Frage. Ihr habt hier ein bisschen Romantik und das ist doch ein gutes Gesamtpaket für eine deutsche Visual Novel im RPG Maker Spektrum. Von mir würde es für Alternate, der Fall Okazaki, aus heutiger Sicht 7 von 10 Punkte geben, mit dem ganzen Drumherum, mit dem Extras-Menü, mit den freischaltbaren Bildern, mit den Trailern und mit der verbesserten Speicherfunktion, mit der verbesserten Optik und der guten Musik, mit den Original-Soundtracks und dem viel besseren Writing. Ist es ein Paket, das man Visual Novel Fans nur ans Herz legen kann, die Alternate dann vielleicht gar nicht kennen, wenn sie in der RPG Maker-Szene nicht so aktiv sind? Ich kann es nur empfehlen. Ich kann nur empfehlen, in den ersten Teil zumindest mal reinzugucken, was ist das überhaupt, was ist Fluch oder Segen, und unbedingt auch schon mal in den dritten Teil reinzugucken, auch wenn man vielleicht nicht mit Alternate warm wird, wenn man keine Lust auf eine Visual Novel hat, dann ist Virus auf Rück unbedingt eine Empfehlung wert. Eine Empfehlung wäre es auch, ins nächste Video reinzuschauen, das ich zur Switch-Reihe produziere. Ich bedanke mich, dass ihr diesmal dabei wart. In der Beschreibung alles Relevante zum Franchise, zum Spiel, zu Rosa Kanina, zur Staubstube. Ich hoffe, in dieser seid ihr auch das nächste Mal dabei. Danke, garantiert geistlos. Ciao.